Moin Moin, ihr Lumpen. Ja, ein kurzes Hallo hier aus meiner kleinen Männerhöhle. Es wird einfach mal Zeit, Dankeschön zu sagen. Dankeschön für die vielen netten Kontakte, die man durch diesen Kanal bekommen hat. Durch die vielen tollen Kommentare, die immer wieder reinfliegen unter den Videos. Das ist mein Antrieb, darum mache ich das. Man hat auch tolle Kontakte zu anderen YouTubern bekommen. Finde ich einfach klasse. Und daher wird es mal wieder Zeit, etwas zurückzugeben. Ja, das passiert jetzt. Also nicht direkt jetzt, ein bisschen später, aber der Anfang wird jetzt gemacht. Was will ich abgeben? Ich möchte gerne mich von meinem Bundeswehrrucksack trennen. Grund ist ganz einfach, ich habe ihn das letzte Jahr nur ein einziges Mal benutzt. Es wird Zeit für was anderes und ich muss ein bisschen aufpassen wegen dem Platz. Sonst passe ich hier nicht mehr rein. Darf der gehen, damit ein anderer Rucksack dranhängen kann. Und als zweites bleiben wir bei den militärischen Rucksäcken. Da macht man nie was mit verkehrt. Von den Niederländern das Daypack. Den gebe ich auch ab. Und ja, zwei Militärrucksäcke. Ich glaube, die Leute, die meinen Kanal viel verfolgen, das sind auch die, die auch den passenden Spleen dafür haben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, zwei. Warum zwei? Natürlich zwei, weil es zwei verschiedene Arten Wege gibt, die Dinger zu gewinnen. Natürlich für die, die auch gerne Videos machen, einfach eine VA drehen. Und für die anderen, die keine Videos machen wollen, einen schönen Kommentar drunter. Was möchte ich von euch wissen? Ich würde gerne wissen, was ist zurzeit euer liebster Rucksack und vor allen Dingen für welchen Bereich? Ich habe viele liebste Rucksäcke für verschiedene Bereiche. Aber es gibt auch viele, die haben jetzt einen Rucksack für alles. Ob sie in den Wald gehen, ob sie in die Stadt gehen, zur Arbeit und nehmen sie wirklich nur einen oder teilen das wirklich auch auf. Und da wollte ich ganz einfach wissen, aus welchen Gründen ist das euer liebster Rucksack? Und vor allem, was ich auch immer wieder ganz wichtig finde, ist, wo sind vielleicht die Mankos bei den Rucksäcken? Als kleines Beispiel, wenn ich Strohmann gehe, so ganz einfach für den Tag ein bisschen durch den Wald laufe, nehme ich am liebsten das Techpack mit. Das Techpack aus mehreren Gründen. Ich finde es optisch mehr als gelungen. Es lässt sich wirklich genial tragen. Und ja, ich mag es einfach. Hat aber einen Negativpunkt. Wenn ich meine Bundeswehr-Isomatte reinpacke, da fehlen von der Breite her so circa 2 cm. Die Bundeswehr-Isomatte, die passt zwar wunderbar rein, zieht den Rucksack aber dann so weit auseinander, dass es vorne sehr flach wird und ich weniger Gerödel reinpacken kann. Ja, es klappt zwar, aber angenehmer wäre es, wenn das Ding ganz kleinen Tacken breiter wäre. Dennoch mag ich das Teil. Sicherlich, wenn ich dann mehr mitnehmen will und den Platz brauche, nehme ich einfach einen Rucksack mit. So einfach kann das Leben sein. Aber wäre doch schön gewesen, wenn der alles kann. Aber ein Rucksack, der wirklich alles kann, da sind wir doch mal ehrlich, das gibt es nicht. Und wenn doch, wäre es irgendwie langweilig. Dann bräuchte man ja nicht weiter suchen. Irgendwie, dann wäre der Weg ja zu Ende, oder? Nee, haut das einfach rein, entweder in die Kommentare oder dreht eine VA dafür. Am 12. März ist dann Stichtag. Und zeitnah dazu werde ich dann eine Auslosung machen in zwei Bereichen, einmal von den Kommentaren und einmal von den Videoantworten. Und da werde ich es ganz einfach so machen, da eine Videoantwort doch einen ganz kleinen Tacken aufwendiger ist als ein Kommentar. Derjenige mit der Videoantwort, der kann sich zuerst aussuchen, welchen der beiden Rucksäcke er haben möchte, also entweder den Holländer oder den Bundeswehrrucksack. Und der mit dem Kommentar gewonnen hat, der bekommt ganz einfach den anderen. Ich glaube, das ist doch ziemlich gerecht, oder? Doch, ja. So, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Munter bleiben.